Seit 200 Generationen entweihen die Menschen die ihnen gegebene Erde. Sie haben sich gegenseitig umgebracht, kannten sündhafte Frauen und begehrten falsche Götter. Sie verdienen es nicht, gerettet zu werden. So. Oh Mann, ich liebe solche Spiele. Ja, ich weiß ja nicht, ne? Okay, wer jetzt noch dran ist, oder ich schätze nur, dass ich das in mehrere Teile schneide oder sowas. Der muss, also hoppala. Ist das ein Loch, Ventilationsloch oder so? Kann ich aufs Dach hupsen? Ich kann gar nicht hupsen. Upsa. Also wer du jetzt noch zuguckt, ne, der musst du auch grundsätzlich Bock haben auf sowas. Ey, neben mir schläft mal in die Katze und die quietscht beim Schlafen. So, macht sie irgendwie. Okay, was ist das? Torschloss der Kapelle. Auf dem Schloss befinden sich 7 goldene Sterne und eine Aussparung für etwas, das aussieht wie eine 8. Unendlich. Sorry, meine Katze macht ungefähr so Geräusche. Und wie ich gesagt habe, ist Aussparung für eine 8, hat die Katze gesagt. Okay. ja, sorry. Das sind mir mein Kätzliche gar nicht. Macht nichts. So, das da hinten müsste die Schule sein. Gab es etwas in der Schule, was mir nicht lesen konnte? Was ist? Ich bin immer überlegen, ob ich nicht einfach das Mikrofon neben die Katze lehne. Ich kann da zuhäuschen, wie sie komisch schnauft. Ne, warte mal, das da ist die Schule. Was ist dann das da? Ach, das war das Pfarramt, oder wie das heißt. Wir müssen zum Andrew gehen. Der ist auch noch A. Okay, wir machen mal die Taschenlampe aus. Ich weiß nicht, ob die Batterie vielleicht sogar leer wäre oder so, ne? So, deswegen hätten wir sie uns auf. War hier der Trailer Park. So. Dann orientieren wir uns mal ganz so. Hier, ne? Gibt es da noch was zu sehen? Nee, das ist keiner Zaun. Kann ich da dann drüber gehen? Oder ist das hier Wegmarkierung? Nö, nö, ich kann doch drüber gehen, okay. Also, nicht, dass es Sinn hätte. So, gucken wir da. Jetzt sehen wir wenigstens, was hier los ist. So, gucken wir da. Da hängt Lametta drin. Schwester Lilien. Zu, ne? Ja, ne. Um mal jetzt zu probieren. Wir gehen jetzt gleich zum Andrew an der Wohnwagen. Ich weiß noch nicht genau, wo er ist, aber wir gucken einfach alles an. Julia und Ellie? Viola, Juliet und Lukas. Lukas hieß der Bruder von Juliet, der nicht so dran glaubt. So, also eine ganze. Mary und John. Bist du? Janine? Die haben wir noch nicht probiert. Zu verrostet, okay. Wieso lustiger Campingplatz? Aber lustig ist der Campingplatz, muss noch, wenn man noch sieht, ne? Bruder Henry, manchmal mal Bruder Gottfried finden. Schwester Diane. Wir haben noch gar nicht geguckt. Moment, wir müssen alle Türe gucken, natürlich. Die Tür ist zugerostet. Hoppala. Schwester Hope. I hope not. Jetzt wäre es einfach umgekippt. Ne, Anna ist umgekippt. So, und du bist? Schwester Alana. So. Weiter geht's. Jetzt müssen wir in die andere Richtung gehen. Hat der japanisch Flagg da drauf, oder was? Bruder Andrew. Andrews Tür öffnen. Einen Moment, ihr Leid. Ich mache mal kurz mein Mikrofon ab. Einfach nur aus Spaß.
Okay, Moment. Mikrofon kommt wieder dran. So. Sorry, ihr Leid. Was wir gerade gehört haben, falls noch was gehört haben, irgendwas Schnarche gehört haben, das war Katze. Also meine eine Katze, die da heißt Katze. Ohne T. Also eigentlich Kase. Aber nö, wird Katze ausgesprochen. Bestimmt nicht so. Endlos Tagebuch. Wir Männer müssen alle Narren sein, den Quatsch abzukaufen, der uns von den Mainstream-Kirchen verabreicht wurde. Die katholische Kirche sagt, dass wir auf die Rückkehr Christi warten, wo sie es doch ganz genau besser wissen. Und der Rest des Christentums glaubt ihnen. Die Marienverehrer. Vielleicht werden wir nie wissen, warum der Herr erst auf Pater James gewartet hat, um das Zeugnis zu korrigieren. Vielleicht wartete unser Vater im Himmel auf den irdischen Menschen, von dem er wusste, dass er die Last mit Würde tragen könnte. Gesegnet sei unser Herr, der es für angebracht hielt, Elende wie mich in seinen Plan aufzunehmen. Ich erwarte das dritte Kommen mit offenen Armen und einem Herzen voller Liebe. Das ist gruselig, die Geräusche gerade. Leid noch was? Brief lesen. Brian. Brian! Ich liebe dich. Du bist mein Bruder. Aber du weißt nicht, wovon du redest. Das ist jetzt meine Familie. Sie lieben mich und ich liebe sie auf eine Weise, die sogar über das Blut hinausgeht. Vielleicht tut es dir weh, das zu hören. Es tut mir leid, aber es gibt kein Verstecken vor der Wahrheit. Ich weiß, dass du deine Zweifel an deiner Kirche hast. Du hast es mir gesagt. Lass mich dir sagen, dass ich hier keine Zweifel habe. Keine. Und wenn du natürlich aufhören würdest zu leugnen, was du in deinem Herzen weißt, würden wir dich mit... Ja, irgendwie fehlt Satz wahrscheinlich. Deutsch zu viel. Ich kann nicht blättern. Geht nicht. Würden wir dich mit offenen Armen empfangen. Ist das ein Lichtschalter? Cool. Naja, haben wir noch da stand. Bleibt noch Sache auf dem Bett. Ah, Schlüssel für Violas Trailer. Wie das ist das? Noch schon Dudo mit. Brief lesen. Andrew. Mir hat unser Gespräch vorhin sehr gut gefallen. Ich würde es gern fortsetzen. Die Kinder werden helfen, die Felder morgen Nachmittag zu säen. Also werde ich allein sein, wenn du vorbeikommen möchtest. Okay. Dann. Junge, die Geräusche. So, wir hören jetzt nochmal das Tape-Deck. Life with the flock was good. We would meet for morning prayer with Father James in the chapel, then meet for breakfast, and then we'd set off to work for the day. Some of us worked the fields, others worked on expanding the compound. We had a school teacher, we had cooks. In the evening, we would study scripture or listen to one of Father's lectures. Then it would be time for penance, more prayer, and then sleep. I slept better those early nights than I had in years. I was home. Do you know how good it feels to find home after so long? I would have done anything for Father. He saved me. Hat noch ein Buch. Aber da komme ich nicht hin. So, jetzt noch mal kurz aufpassen, ne? Das ist Andrew. Ich weiß nicht, was das für Geräusche sind, aber die sind schon gruselig. So. Wir haben jetzt den Schlüssel zu der Viola. Bevor wir jetzt zu der Viola gehen, ich würde gerne kurz zurückgehen. Ins Gemeindehaus und einfach gucke, ob dort der Andrew was geschrieben hat, ob der Andrew sich irgendwann vorgestellt hat oder ob er schon länger da ist. Ich hoffe, dass ich das da aufkriege, ne? Das geht nur innen auf. Ich muss die Musik ausmachen, das ist so richtig gruselig. Hey. So, jemanden ersuchen. Mein Name ist Christopher Viola. Das ist die mit den Kindern. Peyton, Candice, Josiah, Lillian, Vance. Nee, steht nichts da. Lillian, ich war Studentin der USC, bevor ich abgesprochen habe, weil die Belehrung nicht mehr ertragen konnte. Ich habe mich nach der Wahrheit gesucht, sie dort nicht gefunden, jetzt war ich an der falschen Stelle. Ist das vielleicht die Sprecherin? Hoppala, die da ist.
Ach komm, jetzt lass mal schlafen. Da kann ich mich jedes Mal gruseln, wenn man da vorbeilaufen. So, wir müssen also zu der Viola gehen. Die mit dem Andrew ein paar Lesungen in die Bibel machen wollte. Ihr Trailer war. Ja, das ist ja nett. Der war. Ich glaube, da hin, oder? Lilien? Nee. Moment, ich kann ja einfach auf die Karte gucken, ne? Lilien. Ah, eins unten drunter. Wo ist mein Lamp? Das ist Lilien. Könnte das desto dann Viola sein? Julia und Ellie? Julia, Ellie. Weißt du? Alena, haben wir gerade aber geguckt, ne? Ah, das ist er. Tür öffnen. Steht Viola drauf. Und regelst die Tür mit Violas Wohnwagenschlüssel. So, da die alle gleich sind, machen wir gleich Licht an. Und Blatt Spielzeug. Ja, aber. Ah, okay, ich verstehe. Ja, das ist jetzt, ne? Das ist jetzt nur ein Bett oder sowas. Aber wer schon mal im Camping in einem Wohnwagen war, der weiß, dass man höchstwahrscheinlich deinen Tisch nur ohne Klappe kann und die Polster ausklappe. Und dann hast du da noch Bett. Und dann kenne du auch zwei Kinder drauf pennen oder so. Notiz an Viola. Ist das da hin? Unterrichtsplan. Dienstagvormittag. Diskussion über Matthäus Kapitel 26. Dienstagnachmittag. Diskussion über die Lügen der falschen Kirchen. Mittwochvormittag. Diskussion über die Visionen, Prophezeiungen von Pater James. Mittwochnachmittag. Außerdienst. Ein Auszug aus dem Buch Sariel. Hat die das rausgerissen? James, Evangelion oder was weiß ich was, James, Kapitel 1 bis 3. Das ist das Wort des Engels Sariel, welches dem Mann James in der Zeit vor den Tagen des Nehmens gegeben wurde. Sariel kam zu James, als er von einem ungerechten Krieg zurückkehrte. Der Engel erschien dem Mann James unter sieben Sternen am Osthimmel. Der Engel sprach: Hab keine Angst, Mann, denn du bist auserwählt als der Bote. Diese Worte sind die Worte des Herrn. Werden meine Worte, werden deine Worte. Okay. So, dann lesen wir mal. Notiz an Viola. Werde ich dich heute Abend zu einer alternativen Reinigung im Pfarrhaus sehen? Komm zeitig, wir haben viel zu besprechen. Wisse, wann ich meine erste Vision erhielt und du wirst den Code kennen. Aha, vom Pfarrhaus gibt es irgendwie einen Code. Zu einer alternativen Reinigung. So, dann gehen wir mal gucken. Tape-Deck benutzen. Nein, nein, nein. Nachricht von Viola lesen. Lilian, vergib mir, wenn ich zu offen spreche, aber ich sorge mich sehr um dich und ich fürchte, dass du Zweifel an den Lehren des Paters hast. Du bist jung, Lilly. Ich verstehe, was du meinst, glaub mir. Aber als jemand mit viel mehr Lebenserfahrung, lass mich dir sagen, dass du an nichts zweifeln musst. Pater James ist ein Prophet des Herrn. Er spricht das wahre Wort. Wenn du Beweise brauchst, schau dir einfach seine Prophezeiungen an, welche wahr geworden sind. Mehr als das, was du betest und genau hinhörst, wirst du in deiner Seele die Wahrheit seiner Lehren spüren. Ich bin für dich da, wenn du reden möchtest. Mit Christus Liebe, Viola. Schau dir doch nur die Prophezeiungen an, welche wahr geworden sind. Aber nur die, die wo nicht wahr geworden sind, die brauchst du nicht anzugucken, weil, ne? So. Und wenn du betest und genau hinhörst, dann kannst du Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn du ganz lieb bist, dann kann ich dir vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. So. Dann lesen wir.
Es gehört sich nicht in Tagebücher von Leid zu lesen. Ne? Beim Andrew war mir es scheißegal, aber hier bei der Viola, das ist so. Nee, das lesen wir jetzt. Ich hatte vergessen, wie sich Liebe anfühlt. Ich dachte, dass all die Jahre des Leidens unter Eriks Fuchtel mich ruiniert hätten. Ich dachte, es gäbe keine Hoffnung mehr auf Glück. Aber ich lag so, so falsch. Ich fühle mich hier so sicher. Pater James hat meinen Glauben an Christus wiederhergestellt, aber auch an die Männer und an mich selbst. Ein wunderbarer Segen. Ja, es gibt Schmerz, aber dieser ist notwendig und ich gehe bereitwillig und freudig auf ihn zu. Ich bin so gesegnet, weil ein Teil dieser Herde zu sein, sein, Alter, ich fange nur von da. Ich bin so gesegnet, ein Teil dieser Herde sein zu können und dazu beizutragen, dass meine lieben Kinder die Frucht des ewigen Lebens schmecken. Lukas hat das Leben hier ganz schnell angenommen. Aber Juliet? Nun, wir müssen Geduld mit Juliet haben. Sie braucht nur Zeit. Sie wird damit zurechtkommen und es erkennen. Pater James sagt, dass Eric für seine Sünden gegen mich in der Hölle schmoren wird. Ich weiß, ich sollte mich darüber nicht freuen, aber der Gedanke bringt mich zum Lächeln. Pater sagt, dass sogar Eric der Herde beitreten könnte, wenn er es wirklich möchte. Aber ich kenne meinen Mann gut genug, um zu wissen, dass er angesichts der Wahrheit lachen würde. Er ist verfault vor Sünde und er wird bekommen, was er verdient. O Herr Jesus, bitte führe mich. Ich tat nur, was er von mir verlangte, Herr. Ich habe es für ihn und für dich getan, aber ich bin seit 2 Wochen überfällig und ich übergebe mich jeden Morgen. O Herr, ich weiß nicht, wer der Vater ist. Es könnte James sein. Oder es könnte, soll ich es ihm sagen? Wird er mit mir zufrieden sein oder wütend? Habe ich gesündigt? Welche Reinigung muss ich ertragen, um meine Seele von diesen schwarzen Flecken zu befreien? Okay. Andrew und James. Ey, wenn die halt von ihrem Mann gekloppt oder misshandelt wurde oder was weiß ich was. Ey, mach mal eine auf Jesus und sagen, der ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Hier, ich gebe mir einen Stein. Tape-Deck benutzen wir. We were chosen, all of us, by the Lord. Do you know how good that feels? To be chosen? I hope you do. It's a feeling we all need in our lives. And on top of that, Father James took a special interest in me. He said he felt spiritually invigorated by my presence and often called me to the rectory to spend time with him. Not dumb, I knew, but I didn't care. I was so honored to be his chosen. Okay, das Mädel, was du redet tut, ist definitiv nicht Viola. Viola ist eventuell von James schwanger. Und er hat aber auch das Mädel, was hier redet tut, auserwählt. Und sie fühlte sich geehrt. Ist das vom James? Bei einer alternativen Reinigung im Pfarrhaus sehen? Siehst du, wann ich meine erste Vision hatte? Klar, das ist vom James, ne? Okay, wann er seine erste Vision erhielt, wissen wir halt. Doch, wissen wir. 3. Juni. Wieso kann ich mir das merken? Ich kann mir keine Zahlen merken. 3. Juni. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir kennen aber nur Google, ne? Wir müssen ins Pfarrhaus. Das leitet ja eh auf dem Weg. Wir müssen in die Schule zurück. Irgendwo war Kalender. Ist das doch die Schule? Ich glaube schon. Irgendwo war ein Kalender. Und auf dem Kalender, wohin ist da der Kalender? Ich glaube, dass es der 3. Juni war. Bis der ersten Offenbarung. 3. Juni. Ey, ich hab das gewusst, hey. So, da das Amerika ist, müsste es dann 6.3 oder 60603 oder 63 oder sowas sind. Notfalls 36, können wir mal gucken. Und zwar die erste Offenbarung, der Tag, an dem Pater James die Wahrheit empfing.
3. Juni. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ja, ja, ist schon gut. Oha. Ey, Mann, ey, kann ich mich doch nicht. So, jetzt müssen wir ins Pfarrhaus. Aber ich wusste gar nicht, dass es so Zahlenschloss gab. Ist leider aber auch schon ein bisschen abseits von allem, ne? Ja, tatsächlich. Das habe ich gar nicht gesehen vorhin. Ist das ein Schloss ist? Vorhängeschloss benutzen. Ich probiere mal die 006 03. Die kann ich das Change Number. Ah, Submit. Das Vorhängeschloss rastet ein und lässt sich leicht vom Tor entfernen. Ja, es ist amerikanisches Datum, ne? Okay. Welche? Noch? Also jetzt ohne zu wissen, ne, es ist so gleich am Anfang gesagt worden, wie das alles endet und wann ich jetzt nicht nur über ne, gewesen wäre und das Blut auf dem Boden gesehen hätte. Dann hätte ich halt jetzt gesagt, ja, es ist halt irgend so Glaubensgemeinschaft, das ist schon ein bisschen komisch. Aber mein Gott, lass doch glauben, wann sie wollen, ne? Weil bisher ist so alles noch so, ja, hopp, dann ist es halt so, ne? Wann die das da wollen, hopp. Ihr Problem. Oder halt. Nett. Oh, du kannst so ein bisschen hingucken, oh, das ist schon hübsch gemacht. So muss ich mich über die Grafik loben. Freue. Mich über die Grafik loben. Ein Gotteslob für die Grafik. Moment. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Ne, dann gehe ich da wieder raus. Ich will schon vorne hingehen. So wie sich das gehört, ne? Okay, es gibt vorne gar kein Tier. Ah, ist schlecht. Was sind die da zugenachelt? Ja, ja. Fenster. So, Moment. Hat er hier drin. Hat er richtiger Strom? Scheint so, ne? Geh mal zu. Ja, das Verlicht haben wir, also das ist so, Funzel ist das. Okay, ich lese erst mal die Bücher, ne? So, Bücherregal untersuchen, natürlich. Du nimmst ein Buch aus dem Regal. Wir wissen, dass die Verschwörung bis ins 4. Jahrhundert zurückreichen kann, als Athanasius und seine Gefährten anfingen. Das hatte mal Schummo. Was ist das da? Fleisch, das hatte man auch, das war das Licht. Was? Das Buch, wir wissen, dass die Verschwörung bis für die Jahrhundertsröhre. Achso, ne, ich dachte, das wäre was anderes. Es gibt dann alles Gesetz, das die moderne Gesellschaft bekämpft, die Rolle des Menschen. Ja, das hatten wir alles schon. So. Ist das da der Abort? Okay. Das ist mal extrem verstörend. So, davor bin ich schon nicht bereit. Alter Schwede, hey. Und ich bereue gerade so. Ich bereue gerade so. Aber weil gesagt zu haben, oh ja, bisher lässt sich doch, aber ne, ganz normal so, weil man halt jetzt erstmal das ausblendet. Aber jetzt wird's. Okay. Nicht so einfach. Eine Nachricht an den Messias. Ich möchte einige Punkte der Verwirrung klären, welche ich bei der Herde bemerkt habe. Es ist unerlässlich, dass diese wahrhaftig verstanden werden. Ich bin nicht Christus. Nur Christus ist Christus. Ich bin ein Prophet Christus, sein Gesandter des Fleisches, ein Träger des Wortes. Ich wurde mit Fähigkeiten gesegnet, die über den normalen Menschen hinausgehen und mit einer großen Verantwortung gegenüber unserem Herrn einhergehen. Aber ich bin noch immer nur ein Mann. Meine Lehren werden direkt durch unseren himmlischen Vater übermittelt. Oh, das ist jetzt gerade hier
Hackt schwer. Meditation des Leidens lesen. Übernommen aus einer Predigt von Pater James. Was haben wir alle gemeinsam? Eine Seele, den Fleck der Sünde, die Liebe zu unserem Herrn. Ja, all diese Dinge, aber auch, wir haben großes Leid ertragen und deshalb, Freunde, sind wir hier. So wie Christus gelitten hat, haben auch wir gelitten und werden weiter leiden. Unser Leiden ebnet jedem von uns den Weg, sich der Herde anzuschließen. Ach, das ist Vergangenheitsform. Unser Leiden ebnete. Ebnete. Ich blätter einfach weiter. Ihr habt nichts gehört. So. Leiden, wie wir alle wissen, ist eine göttliche Währung. Ist er Katholik oder was? Oh, der muss Katholik sein. Leiden, wie wir alle wissen, ist eine göttliche Währung. Aber entgegen anderer Währungen können wir ein Zahlungsmittel in ein und in ein anderes umtauschen. Und so bezahlen wir unsere Schulden mit körperlichem Schmerz. Warum? Ich weiß, dass einige von euch den Reinigungsraum fürchten. Das verstehe ich. Das tue ich wirklich. Aber körperliche Schmerzen sind nur vorübergehend. Diese können überwunden werden. Spiritueller Schmerz besteht ewig. Er wird uns weit über die Tage der Abrechnung hinaus begleiten. Es ist eure Entscheidung. Blutet jetzt aus vorübergehenden Wunden in vorübergehendem Fleisch oder leidet ewig? Wenn man es so ausdrückt, ist es keine so schwierige Entscheidung, oder? Suggestivfrage. Alter Schwede, für mich wird es gerade richtig schwer. Ich habe aber alle in das Zimmer geguckt. Schmerz. Ich habe aber. Ah ja, okay. Was denn hier? Eine Vorratskammer, Feldbett aufgestellt? Warum dann das? Kann ich mich bicken? Sorry, dass ich da so rumzuppel. Nee, kann ich nicht. Halt. So kann ich doch alles Tagebuch lesen. Eine weitere Nacht hier unten schlafen. Ich will mich nicht beschweren. Ich kann James und die anderen von hier aus hören. So glücklich, so erfüllt. Das wärmt mein Herz. Also will ich mich nicht beschweren, aber es ist kalt hier drin. Und irgendetwas lässt meine Allergien verrückt spielen. Es ist schwierig zu schlafen, aber schätze, dass all das es wert ist. Boah, heißt das, dass man andere Tagebücher hätte lesen können? Boah, also hier bräuchte man halt wirklich so ein kleiner Punkt, ein kleiner Mini-Punkt als Fadekreuz, welche? Ja, Fadekreuz ist kein Punkt, ja, aber ihr wisst, was ich meine, das ist der Abort. Hab ich gleich gesehen, hängt da wieder so ein schöner Spruch. Spiegel untersuchen. Ich sehe immer noch müde aus. Boah, was ist von mir de Pater James Spiele? Wir wissen ja gar nicht, wenn er das mal spiele. Von mir de Pater James Spiele, der wieder zurückkehrt. Und irgendwann gucken wir halt in den Spiegel. Das war gerade im Film, in den Spiegel geguckt haben. Gucken wir in den Spiegel und dann so. Du bist Pater James. Okay, mal nicht. Ist Elektroherd. Was? Achso, Lichtschalter benutzen. So. Leider, ich bin noch nicht bereit fürs Zimmer. Ich gehe erstmal nach oben. Guck mal da. Ach, dann erkenne ich das Bild, habe ich schon mal gesehen. Gemälde, das den toten Körper von Christus zeigt, welcher vom Kreuz in Golgotha entfernt wird. Nee. Das stimmt nicht. Das ist das Bild, was der tote Körper von Christus oder der Körper von Christus zeigt in seinem Grabmal, welcher von dem Engel gewogen wird. So, ich habe aufgepasst, ihr Leid. Da ist er wieder. Ich lese einfach vor. Das Bild zeigt einen hochkonzentrierten Mann mittleren Alters. Er hält ein Buch in der linken Hand. Das Gemälde wirkt weniger professionell, aber die Entschlossenheit des Mannes ist spürbar. Notiz lesen. Hinter diesen Türen befindet sich ein heiliger Raum. Nur vollständig gereinigte Gläubige, denen von Pater James eine ausdrückliche
Erlaubnis erteilt wurde, dürfen eintreten. Der Herr schützt diesen Raum. Eindringlinge werden mächtig leiden. Oh, und ich habe gemeint, das ist der unwerte fiese Raum. Das hört sich noch schlimmer an. Ich kann mir vorstellen, was da oben drin ist. Okay, wir müssen in den Raum gehen. Ist das der Lichtschalter für den Raum? Wieso sind da Stühle? Ich guck mal, was das Gemälde. Ein Engel geht durch ein leeres Feld seiner Heldin im Gebet zusammengepresst. Schriftstück lesen. Wie wir alle wissen, ist Sünde unsere Schuld und Schmerz ist unsere Währung. Indem wir mit Schmerzen bezahlen, reinigen wir uns selbst und werden auf die Tage der Abrechnung vorbereitet. Dennoch, neue Lehren wurden mir vom Engel Sariel in einer Vision geschenkt. Die Lehre der alternativen Reinigung wurde offenbart. Wie wir wissen, ist die Sünde das Kreuz der unreinen Träger. Aber wenn einer vollständig gereinigt wurde, wie kann aus dieser Tat Sünde entstehen? Tatsächlich. Okay, da fehlt wieder was. Um tief im Inneren zu wissen, dass ein wirklich gereinigter Körper selbst gereinigt werden muss. Da fehlt aber was. Das heißt, mit einem zu liegen, der vollständig gereinigt ist, bedeutet die Notwendigkeit der Blutreinigung zu umgehen. Dies gilt für alle gereinigten Körper, aber, und ich sage das nicht, um anzugeben, ab jetzt bin nur noch ich vollständig gereinigt. Ich weiß, was das Zimmer oben ist. Ich meine, ne? Also, es gibt hier die alternative Reinigung und es gibt die Blutreinigung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Blutreinigung mit Schmerzen zu tun hat. Von mir aus Folter oder was weiß ich was. Und dass die alternative Reinigung hiermit zu tun hat. Und wer die Blutreinigung umgehen will, der kann die alternative Reinigung nehmen. Buch des Heiligen, Buch des Sariel lesen. Die Welt ist ein niederträchtiger Ort und die Erlösung kann nur durch Christus gefunden werden. Das ist die Wahrheit und obwohl das der Herde des Herrn bekannt war, achtete er nicht auf das Wort. Der Herr Christus ist vor tausenden Jahren für ein endgültiges Urteil herabgestiegen, wie es in den Schriften vorhergesagt wurde. Unter den Menschen fand er keinen einzigen wahren Gläubigen. Die Engel weinten, aber der Pakt wurde gewahrt, wie es sein sollte. Niemand wurde das ewige Leben zu Füßen des Herrn gegeben, und die Menschen wurden zurückgelassen, um in ihren Sünden zu verfaulen. Seit 200 Generationen entweihen die Menschen die ihnen gegebene Erde. Sie haben sich gegenseitig umgebracht, kannten sündhafte Frauen und begehrten falsche Götter. Sie verdienen es nicht, gerettet zu werden. Ach, wie schön. Trailer Hauptschlüssel. The Warming Light, das. Okay. Sockel untersuchen. Also generell der Sockel. Ein großer, flacher Sockel, ähnlich einem Altar, steht am Fuße des Bettes. Notiz an Viola. Meine süße, süße Vi, ich habe eine sehr wichtige Aufgabe für dich. Es gibt einen Betrüger unter uns, eine lügende Schlange, die beabsichtigt, unsere Herde zu ruinieren. Das ist ein Test. Wir müssen unseren Glauben beweisen, indem wir dieses Geschwür entfernen. Der Betrüger wird sich mir niemals offenbaren, aber vielleicht dir. Ich möchte dich bitten, deine weiblichen Reize zu nutzen, um den Männern der Herde näher zu kommen. Konkret mache ich mir Sorgen um Andrew, Leonard oder Leonard und Peyton.
Bringe sie dazu, sich dir zu öffnen. Wenn sie nichts zu verbergen haben, wird ihnen vor Christus vergeben werden. Finde den Betrüger, damit wir ihn von dieser Welt tilgen und unsere Hingabe an unseren Herrn beweisen können. Tue dies für mich, für die Herde und für Christus. Andrew, Leonard und Peyton. Er benutzt seine Herde, seine Gläubige, die Fra, um rauszufinden, wer ungläubig ist, seiner Meinung nach. Und das macht er, indem er ihr sagt: Ey, Mädel, du bist jetzt mein Hure und ich schick dich jetzt zu deinen Leid, wo ich will. Ey. Okay, Bett untersuchen. Ein Bett bezogen mit roten Satin, Satintüchern und Kissen dazwischen. Satin. Bett untersuchen, habe ich gerade gemacht, soweit ich weiß. So, alles schön zugenachelt. Wunderbar. Kamera. Eine Videokamera, die auf das Bett gerichtet wurde. Betätigst die Auswerfentaste und findest ein VHS-Band darin. Ein unbeschriftetes VHS-Band, das in einem Camcorder im Pfarrhaus gefunden wurde. Schlüssel mit dem Etikett auf dem Wohnwagen Hauptschlüssel steht. Gilt es für alle Wohnwagen? Das Wort Generator, ja. Okay, Moment. So. Schriftstück. Ja, das ist die Blutreinigung. Okay, da ist Tape, die Kamera. We have all been given our purposes by the Lord. And if we listen close enough to our hearts, if we pray hard enough, we can feel that purpose coursing through us. To excel in our God-given purpose is its own form of cleansing. Some of us are called to labor in the fields to feed the flock. Some are called to train and to defend us. Others to teach our children the true way of things. The Lord calls upon many women to provide succor and relief. Oh yeah, klar. Now those of you with husbands may be rightly confused. Is this not a sin? I ask you, do you not love the Lord more than your husband? Would you deny the Lord himself your love? I am his flag bearer. Nun, das mag ja Sinn, dass du also deiner Meinung nach der Fahneträger vom Herr bist, aber du bist nicht der Herr. Und ich liebe den Herr, also ich nicht, aber die Leute lieben den Herr mehr als den Ehemann, aber nicht dich. Das ist so, wow. Okay, ich habe vor dem Zimmer Angst gehabt, jetzt habe ich vor dem Zimmer der Oberangst, Wahnsinn. Wo ist es? Abendruhe? Boah, jetzt ist das Ganze irgendwie noch gruseliger. Also nicht, es ist halt einfach. Wir gehen jetzt zurück an die Wohnwagen. Ich guck mal. Alter. Boah, ey, echt jetzt. Das sieht so schlimm aus. Ja, weiß genau, was los ist, wann die roten Lichter da sind. So, das hier ist die Schule. Wir rennen weiter an die Wohnwägen, weil jetzt kommen wir hier und alle Nin hat er gesagt, ne? Was ist denn so? Also, nett hat er gesagt. Und dann haben wir Schlüssel, den probiere denn jetzt halt aus. Zum Beispiel am Wohnwagen von der Schwester Lilien.
Hauptschlüssel scheint an dieser Tür nicht zu funktionieren. Okay. Andrew, James, nein, nicht James und Peyton oder sowas. Jetzt zugerostet. Ja, okay, also so viel. Naja. Da waren wir sowieso schon drin. Mary und John. Ah, okay. Janine. Oh. Upsi. Die wohnt hinter im Loch, vor im Loch. So, ich guck mal weiter. Ist da sonst noch was da hinten vielleicht? Es ist aber ziemlich dunkel hier. Bruder Henry. Aufzug. Nein, wir gehen jetzt so weiter. Ne? Oder? Nein, wir gehen. Ah, Gemoto. Ah, kann man vielleicht Totra erkennen? Ne? Wollen wir. Ah, ne. Mal überall hingucken. Mans. Ja, meine müssen da jetzt drum rumgehen. Die stehen schon ziemlich wild hier, weißt du? Das hier. Die Wohnwelt, ich muss mich mal orientieren. Lennart, die geht auf. Du hast die Tür mit dem Hauptschlüssel aufgeschlossen. Okay. Und oh, gute Flasche Jackie oder was? Jawohl. So, diesmal, ah ja, das ist Müsli. Moment. War Lennart nicht der, wo dauernd Süßigkeiten klaut? Moment, da ist wieder Lichtschalter, ne? Henrys Notiz lesen. Leo. Das muss er sein. Ich bin mir sicher. Er hat noch nicht gesprochen, aber ich habe keine Zweifel. Schnüffle ein wenig in seinem Wohnwagen herum und schau, ob du ein Druckmittel finden kannst. Wir haben das Schloss ruiniert, als wir ihn gestern geschnappt haben. Also wirst du deinen Bolzenschneider benötigen, um reinzukommen. Henry. Was hat der Henry, hat ihm das gesagt. Okay, Leonards Notiz lesen. Du sollst nicht töten, aber so einfach ist es nicht, oder? Wir sind die Armee Gottes. Wir müssen unsere Herde schützen. Das ist ein Krieg. Seelen stehen auf dem Spiel. Wir müssen entschlossen und unerschütterlich sein. Warum also hören meine Hände nicht auf zu zittern? Warum sehe ich immer wieder sein Gesicht, wenn ich meine Augen schließe? Ich hätte nicht gedacht, dass das Kämpfen für den Herrn bedeuten würde, einen unbewaffneten Mann mit einer Schaufel zu Tode zu prügeln. Ich guck mich erst noch ein bisschen. Noch mehr Schnapsflasche. The deceiver changed Father James, though only a few of us seemed to notice. He had new revelations almost daily. Doctrines changed. Actions that would have been terrible sins previously were suddenly permissible, while seemingly innocent behaviors became mortal sins. The others seemed to have no problem going along with it. I wondered if something was wrong with me. Father grew visibly agitated, and as adamant as he was about the sanctity of his new revelations, something was different. He was scared, and that scared me. Okay, er hatte also Angst, dass er einen Verräter, quasi einen Betrüger, eine Schlange in seiner Truppe hat. Und er hatte Angst davor. Er hatte wahrscheinlich Angst, dass der rausgeht und Leid saht, was da drin abgeht. Und davor hatte er Angst. Und das hat das Mädel halt auch bemerkt. Und da jo... Er ist so der Halt, der ist so der Chef von der Gruppe, ne? Wenn man eher Angst hat, wenn der Schäfer Angst hat, hat die Herde auch Angst. Sagen wir es einfach, wie es ist. Da steht ein bisschen schief. Tragekit. Alejandro. Christopher. So. Also drei Stück. Peyton. Ah, das ist die verkettete Tür. Kriege ich mal mit Bolzenschneider auf. Du kappst die Ketten, welche erschlafft zur Seite fallen. Die Tür steht einen Spalt weit oben.
Ausdruck lesen, sorry. Übertragungscode XV768, Verschlüsselungscode 30686. Kompromittiert, benötigen keine Frontalangriffe mehr durchführen. Bewaffnete mit Klasse HW plus Training, die meistens sind 100% in Verwendung, werden Gewalt anwenden. Hat er nicht gesagt, Anna, dass er bei den Marines war? Peyton? Matthias von Lilien lesen. Ich habe meinen Schluss gewechselt, wie du es vorgeschlagen hast. Ich habe eine Kopie des neuen Schlüssels unter dem Baum in der Nähe der Feuerstelle gelegt. Ah ja. Die Lilien. Ich will aber nicht die blutige Schaufel mitnehmen. Okay. Licht an. Petens Notiz lesen. Pater James Israel, geborener Donald McKittrick. In den frühen 50er Jahren in Idaho geboren? Unklar. Vietnam-Veteran, 1970 ehrenhaft entlassen wegen einer Schrapnellverletzung. Wiedergeboren Ende der 70er Jahre. Das Strafregister umfasst Diebstahl, Drogenbesitz, Landstreicherei. Verheiratet mit Ann McKittrick. Ah, die Ann, Name sagt man was. Zeichen von Amphetaminabhängigkeit. Hat Visionen von einem Engel namens Sariel, welche 1986 begann. Verließ die vorherige Kirche und... verließ die vorherige Kirche und... Es gibt keine Ovo ohne, ne? Analog Six kann ich auch nichts machen. Naja. Verließ die vorherige Kirche und seine Stadt oder sowas. Ann McKittrick, Israel. Achso, das ist der Name. Ann McKittrick, Israel. Achso, so nennt er sich. Naja, Dings. Geboren in Oregon? Nicht viel bekannt. War jahrelang als Sekretärin für ein Heizungs- und Kühlungsunternehmen tätig. Traf Donald/James in der Kirche. Heiratete 1981. Absolute Treue ihrem Mann gegenüber. Hauptsächlich Anwerber für die Gruppe. Andrew Custer. Geboren weiß man nicht. Angeworben in Houston, besitzt eine kleine Farm. Betreibt die Farm für die Gruppe. Er schreibt oft an seinen Bruder in El Paso. Ist der Andrew also. Die Farm selbst hier, die gehört ihm. Ah ja. Viola oder Viola DeWitt. Mitte 30 aus Albuquerque. Zwei Kinder, Juliet 11, das ist die Aufmüpfige, und Lukas 9. Kürzlich von ihrem Mann geschieden worden, behauptet häufigen Missbrauch. Aktuelle Gemahlin von Pater James. Leonard Vanderhoof, Ende 20, ehemaliger Polizist, Nationalgarde. Militärische Ausbildung, entlassen aufgrund von Drogenabhängigkeit. James versprach ihm zu helfen, clean zu werden. Scheint für eine Weile auch geklappt zu haben. Hat Zugang zu Waffen. Trainiert Gruppenmitglieder in Taktik und an der Waffe. Riecht oft nach Alkohol. Rückfall? Gefährlich. Lillian Carter. Anfang 20. 1972 in San Diego geboren. Okay, wenn die Anfang 20 ist, dann spielt es halt wirklich eine 90er Jahre. Anfang 20. 72 in San Diego geboren. Seit kurzem College-Absolventin. Irgendein nutzloser Abschluss. Deprimiert, hat Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Geht häufig mit anderen Frauen zur alternativen Reinigung ins Pfarrhaus. Scheint mehr Zweifel zu haben als viele andere. Auf sie zugehen? So, das ist die Liliengewest. Okay. Wir haben jetzt eine Schaufel. Mit der Schaufel kriege ich mal den Schlüssel zu den Lilien in ihrem Trailer. So, ich gehe jetzt aber noch die andere Trailer ab. Da waren drei Namen drauf gestanden, wo sie. Wo er Viola drauf A gesetzt hat. Das ist so. Jetzt ist so falsch, also wo er halt, ne? So. Oder Elroy. Wo geht man hier hin? Ist noch irgendwas? Was ist das? Schwester Diane. So waren wir schon, ne? Da über. Und da, wo die Berge sind, ist die, wohin am, wohin er sich ein Loch hat. Guck. Ne. Ja. Bin ich schon froh, dass ich mich orientiere kann, ihr Leid.
So. So, da wollte ich drum herum gehen, gucke, wer da ist. Elroy, da war man eine Weile. Ah ja, okay, dann wollte ich da gucken. Vance. Ja, da waren wir schon, waren wir schon, waren wir schon. Oh. Isaiah, da waren wir auch schon. Viola, Andrew, Peyton. Leonard ist ganz unten. An der Rinkumsch. Ah, da waren wir schon drin, glaube ich, oder? Waren wir ganz am Anfang drin, glaube ich. So, jetzt also stoßen wir quasi reinkommen, oder? Müsste da nicht da irgendwo sein. Ja, yeah. Vorhin noch so über die Funzel gefreut. Das ist Peyton. Leonard muss am Zaun sein. Also du. Oder? Ja, guck einfach mal hier. Evan. Also wenn wir nicht hinkommen, brauchen wir eigentlich gar nicht gucken. Da waren wir es, glaube ich, sogar drin. Nicht? Im Wachs Gras da drin. Oder hat er Gras angebaut, Junge? So, das ist der Evan. Boah, da hinten leuchtet das blöde rote Haus. Ne, wir sind jetzt an deine Duschdinger, du. Ist das einfach nicht mehr, upala, einfach nicht mehr du? Eigentlich soll ich einfach nur geradeaus laufen und dann zum Leonard kommen, aber das ist nicht der Leonard, das ist der Peyton. Okay, ich muss weiter die Richtung laufen. Christopher? Kann das der Umgestürzte da sein? Lennart. Okay, dann waren wir da doch schon drin. Ja, okay, ja, okay. Lennart Hammer, Peyton Hammer. Wie hat der Anna geheißen? Lennart, Peyton? Naja, Hauptkomm soll ich schon was rausfinden. Ich blick mich hier nämlich zurecht. Ich glaube, es ist jetzt auch gut. Vance, ja, da waren wir schon alles. Ich kenne schon einfach. Ich geh einfach nochmal zurück. Ist nicht schwer zu finden. Ich gehe da hin, wo Ruth ist. So, und dann müssen wir unterm Baum gucken, ne? Müssen wir unterm Baum gucken. Voilà. Mit dem Spade, mit dem Dreck, wo sie so gesagt haben. Ne? Da finde ich dann den Schlüssel zu den Lilly. Lilien oder so, wie sie hieß. So, jetzt pass auf, wo war dann das Buch gleich? Ja, komm. Andrew, Leonard und Peyton. Also Leonard und Peyton haben auf jeden Fall. Andrew, waren wir doch glaube ich am Anfang drin, oder? Das war die, wo sie geschrieben hat, oh ja, komm vorbei. Und hin und her. Huch. Okay. Wir gehen jetzt unter den Baum. Voilà. Kommen wir da raus? Nee, kommen wir nicht raus. So, aber da kommen wir raus. Hoppala. Das Obacht. Pfarramt, Kapelle, Feuerstelle. Ich muss so, ne, so ungefähr laufen. Ja, zum Glück sind wir das vorhin schon so ein bisschen gelaufen. Also das ist die Schule, ne? Ja, okay, dann lauf mal an der Schule so am Eck raus. Dann so schräg und lieber. Ich könnte einfach deine Weg da nehmen. Ne? Geht doch weg hier, oder? Ja, klar, geht doch weg hier.
Dann müsste es der da sein. Ah, guck mal, das ist warm, oder? Das ist die Feuerstelle. Sehen ihr überhaupt, was ihr leid? Ich weiß es nicht. So, jetzt hat aber. Wir untersuchen den Schmutzfleck. Na komm. Und zwar mit der Schaufel. Du wühlst in dem Haufen, durchsuchst den Schmutz und findest darin einen kleinen Messingschlüssel. So, was ist das? Ein kleiner Messingschlüssel. Mit schmutzigem Etikett auf dem Lilien steht. So, dann also zurück zu Lück. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Moment, Karte. Feuerstelle, einfach eine Unrenne quasi. Dann komme ich ans Gemeindehaus. Rennen oder Nunna. Zumindest Zaun zu sehen. Oder leuchtet was? Ist das Gemeindehaus? Also im Blick habe ich überall das Licht angelassen. Ja, das hier ist. Das ist mal Auto, oder? Okay. Mein Auto hat ziemlich gute Batterie. Okay, dann müssen wir doch lieber gehen. Zu den Lilien. Lilian. So, jetzt geht das wieder los, ne? Ganz oben links. Dann rennen wir einfach du. Ganz hoch. So. Und jetzt am Zaun quasi nur links oder so. Ja. Julian, Ellie. Violet, Juliet. Ich bin noch weiter hoch. Geht's nicht weiter hoch? Oder? Also, das ist der Zaun, ne? So. Und jetzt muss ich mich nur links drehen. Moment, war die Lilly, war das nicht die mit dem Loch hinten dran? Im Loch hinterm Wohnwagen, das hier. Ja. Die mit dem Loch hinten dran. Ja, sorry. Schwester Janine, nee, das war die Janine. Nicht die Lilien. Okay. Die mit dem Loch hinten dran. Ja, okay, dann pass auf. So, jetzt noch mal Zaun. Ihr Leid, ich gehe mal kurz ins Menü. Ich mache mal die Helligkeit. So ungefähr, oder? Nee, so sage ich noch besser, ne? So, anwenden. Fortsetzen. Ja, Gummo. Ja, es sieht jetzt nicht mehr so schön gruselig aus, aber mein Gott. Lennart. Ja, da war 800 Mo drin. War der mit der Schnapsflasche, ne? Lennart? Ist doch jetzt wieder ganz da unten. Wo bin ich denn jetzt hier? Also ich schnall das hier gerade nicht. So, wacht, Lennart. Da ist die Stroß vom Lennart. Also funde Stroß aus, wo sie nämlich weitergeht. Wo geht die Stroß nämlich weiter? So geht die Stroß nämlich weiter. Und do. So irgendwie. So, jetzt bin ich ganz da unten, ne? Das heißt, wenn ich jetzt einfach so entlang laufe. 1, 2. 1, 2. Noch eins weiter. Und jetzt nur rechts müsste das sein, aber das ist die Janine. Die Janine. Achso, ich muss noch weiter nur hin. Ah ja, okay, jetzt pass auf. Jetzt deine Weg weiter nur hin. Mary und John. Viola. Wir sind auf richtige Weg. Jetzt müsste hier die Lilien sein. Ist das doch die Lilien? So über sie? Schwester Julia und Elli? Nein, sicher. Lilien, jetzt habe ich's.
Du hast die Tür mit dem Messingschlüssel aufgeschlossen. Ach, das ist das mit dem Lametta, wo ich vorhin gesagt habe, gell? Motto. Leid, was? Nachricht von James lesen. Lilian, ein Mitglied der Herde, welches nicht genannt werden möchte, ist auf ein Buch gestoßen, das du bei einem Ausflug in die Stadt gekauft hast. Obwohl das Lesen von nichtkirchlichem Material nicht gänzlich verboten ist, so muss ich dich davor warnen, zu viel, wenn überhaupt, weltliches Material zu konsumieren. Die gottlose Weltanschauung ist vergiftet mit ihren Versprechungen von Vergnügen ohne Folgen und Freiheit von Regeln. Aber hier lernst du wahre Freiheit. Freiheit von Sünde, Freiheit von Verdammnis und die wahre Freude an der Liebe Gottes. Betrachte dies als eine freundliche Warnung. Ich möchte das Beste für dich, Schwester. Wenn herauskommt, dass deine Lektüre dein Glauben gefährdet, müssen wir womöglich die Regeln ändern, um dich und den Rest der Herde zu schützen. Die hat halt überall, die hat halt Bücher, viel Bücher allein, ne? Die hat viel gern gelesen, ne? Jetzt darfst du nur noch deine Quatsch vom Schnuppeldoller. Wo ist er dann? Nachricht von Viola. Lilian, vergib mir, wenn ich zu offen spreche, aber ich sorge mich sehr um dich und ich fürchte, dass du Zweifel an den Lehren des Paters hast. Du bist jung, Lilly, ich verstehe, was du meinst, glaub mir. Aber als jemand mit viel mehr Lebenserfahrung, lass mich dir sagen, dass du an nichts zweifeln musst. Das habe ich doch schon mal gelesen. Pater James ist ein Prophet des Herrn. Er spricht das wahre Wort. Wenn du Beweise brauchst, schau dir einfach seine Prophezeiungen an, welche wahr geworden sind. Und nur die, wo wahr geworden sind. Mehr als das, wenn du betest und genau hinhörst, wirst du in deiner Seele die Wahrheit seiner Lehren spüren. Ich bin für dich da, wenn du reden möchtest. Mit Liebe. Mit Christusliebe. Viola, mach mal ein Licht an. Oh, ein Schlüssel. Reinigungsbaumschlüssel. Oh shit. Liliens Tagebuch lesen. Wie kann sich die absolute Wahrheit so schnell verändern? Zuerst die Lehre der Reinigung, welche unveränderlich und unvermeidlich war. Schmerz als Währung etc. etc. Dann die Lehren der alternativen Reinigung, welche die Regeln gegenüber außerehelichem Sex und Polygamie zu ändern schien. Aber nur im Dienste eines reinen Körpers. Jetzt hat Pater James eine weitere Offenbarung erhalten, die er privat nur einigen von uns Frauen gegenüber ausgesprochen hat. Es wurde nicht niedergeschrieben, es wurde nicht in das Buch Sariel aufgenommen und es widerspricht direkt, direkt den Regeln bisher oder so. Ihr Leid, es tut mir leid. Pater sagt, dass der Herr einen Betrüger in unsere Mitte gebracht hat, um die Kraft unseres Glaubens zu testen. Wir müssen bereit sein, unsere Hingabe gegenüber der Herde zu beweisen und wie Abraham mit seinem Sohn Isaak. Also, Komma, müssen wir bereit sein, unsere Vorstellungen von Moral zu opfern, um der größeren Sache zu dienen. Ist das Gottes Plan für uns, unsere Körper als Werkzeuge zu benutzen? Warum fühlt sich das nicht richtig an? Abraham mit seinem Sohn Isaak. War das das, wo Gott gesagt hat, du musst eine Opfer? Und er hat eine dann auch schon auf dem Opferaltar quasi Laie gehabt und das Messer erhob und wollte ihn halt abstechen. Und dann hat er gesagt, it's a prank, it's a prank. Brauchst du nicht zu Opfer, it's a prank. Ja. Broschüre lesen. Bist du in einer Sekte? Das ist eine beängstigende, aber wichtige Frage. Spirituelle Erfüllung und ein gemeinschaftliches Engagement sind wichtige Aspekte eines gesunden Lebens, aber es ist möglich, dass diese sehr ungesunde und sogar gefährliche Formen annehmen. Wenn du dies liest, ist jemand, dem du wichtig bist, um dein Wohlergehen besorgt. Die Gruppe zeigt übermäßig eifrige und bedingungslose Hingabe zu ihrem Führer und, egal ob er lebt oder tot ist, betrachtet sein Glaubenssystem, seine Ideologie und seine Praktiken als die Wahrheit, als Gesetz. Das Hinterfragen, Zweifel und Widerspruch werden missbilligt oder sogar bestraft. Gedankenbeeinflussende Praktiken wie Meditation, Sprechchöre, Zungenrede, Verleumdungen und zehrende Arbeitsabläufe werden im Überfluss verwendet und dienen dazu, Zweifel an der Gruppe auszumerzen, höchstwahrscheinlich. Die Führung schreibt manchmal sehr detailliert vor, wie Mitglieder denken, handeln und fühlen sollen,
Zum Beispiel benötigen Mitglieder eine Erlaubnis, um den Job zu wechseln, zu heiraten oder Führer schreiben vor, welche Art von Kleidung sie tragen oder wo sie leben sollen, ob sie Kinder haben sollten oder nicht, wie man Kinder diszipliniert und so weiter. Die Gruppe ist elitär und beansprucht eine besondere, gehobene Stellung für sich selbst. Ihre Führer und Mitglieder, zum Beispiel gilt der Führer als Messias, ein besonderes Wesen, ein Avatar oder die Gruppe und/oder ihre Führer ist auf einer besonderen, ja, hier fehlt wieder der Text. Die Gruppe und/oder ihr Führer ist auf einer besonderen Art heilig oder so. Ich tue das jetzt einfach nur vervollständigen, wie ich denke, dass es stimmt, ne? Die Gruppe hat eine polarisierte Wir-gegen-Sie-Mentalität, welche Konflikte mit der breiten Gesellschaft verursachen könnte. Der Führer ist keiner Behörde Rechenschaft schuldig. Die Gruppe lehrt oder deutet an, dass ihre angeblich erhabenen Ziele jedes Mittel rechtfertigen, das sie für nötig erachten. Dies kann dazu führen, dass Mitglieder an Verhaltensweisen und Aktivitäten teilnehmen, welche sie vor ihrem Beitritt in der Gruppe als verwerflich oder unethisch empfunden hätten. Zum Beispiel Sex mit anderen Männern oder anderen Frauen, Gruppensex oder so. Ehebruch. Die Unterordnung dem Führer oder der Gruppe gegenüber erfordert, dass die Mitglieder die Beziehungen zu Familie und Freunden abbrechen und persönliche Ziele und Hobbys, welche sie vor dem Beitritt zur Gruppe hatten, radikal ändern. Die Gruppe ist damit beschäftigt, neue Mitglieder zu gewinnen. Die Gruppe ist auch damit beschäftigt, Geld zu verdienen. Von den Mitgliedern wird erwartet, dass diese, ich gehe mal stark davon aus, dass diese all ihr Geld und ihre weltliche Besitztümer der Sekte spende. Ich muss stark davon aus. Mitglieder werden ermutigt oder verpflichtet, nur mit anderen Gruppenmitgliedern zu leben und/oder Kontakte zu diesen zu knüpfen. Die treuesten Mitglieder haben das Gefühl, dass es außerhalb des Rahmens der Gruppe kein Leben geben kann. Sie glauben, dass es keinen anderen Weg gibt und sie fürchten oft Vergeltung gegenüber sich selbst oder anderen, wenn sie die Gruppe verlassen. Oder nur in Betracht ziehen, sie zu verlassen. Wenn einer oder mehrere dieser Punkte auf ihre Gruppe zutreffen, handelt es sich womöglich um keine normale Glaubensgemeinschaft oder Gemeinschaft, sondern um eine Sekte. Behaupte ich jetzt mal so, dass es weitergeht. Nachricht an Gilgen. Ich weiß, dass du anfängst zu zweifeln und das ist dein gutes Recht. Pater James ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Und wenn du mehr reden möchtest, bleib nach dem Abendgebet hier. Ich werde ebenfalls hier bleiben. Ich kann dir helfen. Du bist nicht allein. Ich lege mein ganzes Vertrauen in dich. Ist die Nachricht von Peyton? Oder ist es von Violet? Violet hat ja eigentlich nur die Männer, ne? Raussuche. Oder beziehe zu solle. Na, das hatten wir schon. So, dann bleibt, wie ich das sehe. Nachricht an Lilien. Ja, okay, dann Tape-Deck benutzen. He risked his life coming to me. Somehow he could tell that I was wavering. I'm still not sure how. He was from the FBI, he said, and he was here to investigate the group as a cult. When he said that word, I told him to go to hell. I almost went right to Father James, but I didn't. He left me a pamphlet that talked about the signs of a dangerous cult. At first, I refused to read it. What was the point? How could that have anything to do with our group? But I did read it, and even though my entire brain was screaming at me, I went back to him. Whom? Du wärst mir zurückgegangen. Du Peyton? Okay, wir wissen jetzt also, dass die Sprecherin Lillian ist. Und dass Peyton wohl auf sie zukommen ist und ihr die Broschüre gibt hat. Er hat ja, Peyton hat ja geschrieben gehabt hier, die scheint da zu zweifeln, ne? Aber und er hat gesagt, sie hat jetzt am Schluss gesagt,
alles hat sich Gage gewehrt, aber sie ist dann doch zurück zu ihm gegangen. Zu wem? Zu James oder zu Peyton? Stroß runter, zweite rechts. Oder so. Desto war, glaube ich, das mit der Kette. Ja, das Peyton. Wir lesen nochmal schnell nur, ne? Hat, glaube ich. Ab, komm her. Notiz von Lillian. Okay. Übertragungscode und Verschlüsselungscode. Notiz da, das war's. Andrew Custer, Viola, Leonard, Lillian Carter. Also sie ist die College-Absolventin. Irgendein nutzloser Abschluss. Deprimiert, hat Schwierigkeiten, Job zu finden, gibt häufig mit anderen Frauen zur alternativen Reinigung. Scheint mehr Zweifel zu haben als viele andere. Auf sie zugehen, also das hat er dann gemacht. So, was haben wir dann jetzt? Ja. Ein schwarzer Schlüssel, in dem das alchemistische Symbol für Blut eingraviert ist. Dann hätten wir noch unwahrge Hauptschlüssel, den haben wir immer. Wir sind zurück, hoppala, ins Pfarrhaus. Der leuchtet doch so schön, da muss ich jetzt halt hingehen, tut mir leid. Wir sind zurück ins Pfarrhaus. Ah, das ist doch der von der Lilien. Um zu gucken. Ja, also wir können jetzt so oben in den Raum der Reinigung da. Also die alternative Reinigung war Sex. Mit dem James, also mit dem Pfarrer. Oder was weiß ich, wie er sich nennt, Pater. Und mit mehreren Frauen, also wahrscheinlich, weiß nicht, Nonana, da haben die anderen da gehuckt oder was? Jo, was weiß der nicht. Jo, jetzt haben wir die Schlüssel verdorben. Was? Schwarzer Schlüssel, in das alchemistische Symbol für Blut angraviert ist. Schaufel. Okay. Reinigung. Säuberungsraum, Cleaning Room, Cleaning. Ist das was ganz was anderes? Okay. Ich muss also da lieber gehen. Ah, ja. Okeli Dokeli. Muss raus, ich bin jetzt im Pfarramt, ich muss quasi komplett niederrennen. Oder ich orientiere mich am Gemeindehaus. Ich muss halt aufs Feld. Hoppala, sorry. Sind wir hier. Falsch. Ja, so, Tür ist schon. Sorry, ich bin Videospieltüre gewohnt, die sich einfach immer in beide Richtungen öffnen. So. Also. Boah, es ist jetzt deutlich besser, ne? Jetzt, wo ich die Helligkeit hergedreht habe. So, jetzt passt. Uff. Ich kenne jetzt so mal die Kirche, da orientiere ich mich, rennen mal den Bärchen. Uha. So, da über sind die Felder, da über ist der Reinigungsraum. Einfach voll über die Hügel drüber. Das sind so Bretter, wo sie halt hingelegt haben, damit man ein bisschen Grip hat. Das sind so die Bretter. So, ich muss doch lieber eigentlich. Moment. Das ist der Reinigungsraum, wo das Blut drin ist. Oh shit.
Oh, shit. Es ist überhaupt nicht cool. Ich dachte, das ist der Ober, aber das ist die Mine, ne? Das ist die Mine. Öffne die Scheune mit dem Schlüssel des Säuberungsraums.